So. Verdammt. So. Boah, das ist ja fast, als hätte ich das geplant. So, genießen wir einfach mal die schöne Musik. Die in diesem Fall aber angemerkt nicht aus der Grand-Playlist stammt, obwohl sie sich so anhört. Oh mein Gott, eine kurze Wolkenpause, aber gleich geht's weiter. Was ist denn hier überhaupt so realistisch, was ich hier hinbauen könnte? Wir sind jetzt hier ganz oben und platztechnisch haben wir fast überhaupt keinen Platz für irgendwas. Es ist unwerflich. Dieser Berg ist nicht gerade passend für eine Burg gewesen. So irgendwie. Erstmal wieder Zuckerrohr ernten. Wir nutzen erstmal aus, dass es noch so schnell wächst. Können wir dann auch gleich mal runter gehen und sehen, wie das von unten so aussieht. Tatsache, das funktioniert schon. Boah, leck. Jedes Mal, wenn ich etwas halt von dieser Burg weggehe, ruckelt es des Todes. Ja, gut. Wenn jetzt die Wolken nicht wären, würde man wesentlich mehr sehen. Ja, aber man sieht jetzt schon, sie dehnt, sie erstreckt sich weiter nach rechts. Für mehr müsste ich eigentlich auch auf den Berg, auf den Nachbarberg wieder steigen. Um nachzusehen, wie es so von dort aus sieht. Von der Frontseite. Das ist eigentlich ist ja immer noch klasse, die Frontseite. Aber das ganze Bauen hatte ich sie irgendwie fast entwickelt, dass sich die Front. Ich kann nicht mehr reden, auf die Seite verschoben hat. Das ist ja eigentlich auch nicht schlecht. Muss ja nichts Schlechtes heißen. Nur, ist es vielleicht ein bisschen schade, dass so viel auf die eigentliche Seite gerückt wird, wo man denkt, dass die Burg eigentlich sehr klein ist, ne? Also von oben steht, denken wir so, ja, da ist ja nichts Großes, aber als sich das mal von der Seite ansieht, stellt man fest, so klein, wie man denkt, ist die Burg von dort aus eigentlich gar nicht. Vor allem, da man bedenkt, wie weit sich die dann noch nach rechts verstehen wird. Das heißt, die Seite macht als Frontseite schon auch was her. Eigentlich. Na gut, im Moment ist noch etwas wenig Holz in die ganze Konstruktion gebaut. Ich müsste beim Haus noch ein bisschen mehr Holz einfließen lassen.
Und man sieht da auf dieser Seite, wo die Burg steht, sieht man halt wirklich, dass es kaum noch natürlicher Berghang ist, im Gegensatz zu einem Tal ganz rechts. Was einfach da liegt, dass der Berg dort relativ flach lief. Da waren ja gar keine Felswände. Hätte man vermutlich auch künstlich erschaffen können, aber wozu? Wie so oft stellt sich dann im Leben die Frage, wozu? Ich weiß nicht, in Minecraft wird man immer so sentimental. Aber warum? Ist wieder dieses Nachfragen, warum wird man eigentlich immer so sentimental? Weil man es schafft, über wichtige Dinge des Lebens zu sinnieren, während man quasi das Leben in sehr stark vereinfachter und abgewandelter Form spielt. Prinzipiell Minecraft ist ja nur ein Überlebensspiel. Du kämpfst wie im echten Leben primär ums Überleben. Mehr machst du hier nicht. Wenn man es mal ganz neutral betrachtet und auf die Grundlagen überträgt. Minecraft hat dem echten Leben wirklich einiges an Ähnlichkeiten. Vieles ist schwierig. Und eigentlich ist auch sehr vieles sehr einfach. Wenn man es zulässt, dass es einfach ist. Es ist auch wieder so ein Lernprozess. Man muss sich im echten Leben auch wieder selber beibringen, sich Dinge einfach zu machen. Klar, man kann alles total kompliziert machen. Aber man muss es doch nicht. Warum soll man denn unnötig Sachen verkomplizieren? Klar, weil es irgendwie im Zeitgeist liegt, Dinge komplizierter zu lösen, als es geht. Ich meine, man muss mich jetzt. Ich weiß nicht, ob mein Punkt klar wird, wenn ich das so rede, aber. Es gibt so viele einfache Dinge im Leben. Warum macht man die nicht mehr einfach, ist die Frage, die sich mir da stellt. Man könnte sich doch im Leben so viel einfach machen. Aber man will es irgendwie nicht. Man denkt lieber über drei Ecken. Okay, das ist wie wenn man sich sprichwörtlich vorstellt. Man biegt lieber dreimal rechts ab, als einfach mal links lang zu fahren. Und das ist gar kein so schlechtes Beispiel, weil links, jeder, der schon mal Auto gefahren ist, weiß, links abbiegen ist eine deutlich zähere Sache als rechts abbiegen. Weil beim links abbiegen kann man viel mehr verkehrt machen und auch viel mehr Unfälle bauen und so weiter. Es ist ja komplizierter. Und rechts dreimal rechts abbiegen ist der vermeintlich einfachere Weg. Aber wenn man mal ganz drüber nachdenkt, den Umweg und den Umstand, den man damit verbringt, dreimal rechts abzubiegen, ist man doch eigentlich viel schneller und viel glücklicher, wenn man links abbiegt. Und man dann feststellt, man hat es eigentlich einfacher gemacht, als man es normal gemacht hätte. Wie gesagt, man kann sich alles im Leben einfach machen, wenn man es zulässt und wenn man es nur will. Man muss es wie vieles im Leben einfach wollen. Daran scheitert es bei einigen. Das heißt, bei einigen, bei sehr vielen scheitert es am Wollen. Weil es einfach sich einfacher, es klingt wieder mal so herrlich bescheuert. Aber es erscheint in der Gesellschaft viel einfacher, komplizierte Dinge zu tun, weil man dafür mehr Anerkennung bekommt. Wenn man jetzt sagt, oh, du hast das und das gelöst, das ist
Ein sehr, sehr, sehr komplizierter Prozess. Wir sind alle mächtig stolz auf dich. Das ist doch eigentlich das, was wir wollen als Menschen. Wir wollen andere beeinflussen. Was beeinflussen? Beeindrucken. Und wir wollen es auch immer allen recht machen, auch wenn es uns nicht zugeben wollen. Unser Ziel ist es doch primär, vor anderen gut dazustehen. Aber dann selber sagt man dann immer wieder, wenn irgendwer Leuten hilft, ja, mach's dir doch einfach, ignoriere doch den Rest der Gesellschaft. Mach das, was dich glücklich macht. Und dann letztendlich, warum sagen wir das? Wir sagen es, um es dann ernüchternd festzustellen, wir verbiegen uns doch selber genauso, um vor der Gesellschaft gut dazustehen. Wir sagen auch einfach immer alle Assassinen, das ist doch total simpel. Warum machen die das nicht einfach mal, wie es jeder normal logische Mensch machen würde, ja? Aber selber, wenn du vor dieser Verantwortung stehen würdest, zum Beispiel große Politiker, wenn jeder sagt, das ist doch eigentlich total einfach, das kann man innerhalb von 3 Minuten lösen. Mach das doch erstmal. Dann stellst du fest, eigentlich hat man gar nicht so Unrecht. Aber jede Lösung führt zu neuen Problemen. Und nicht jeder ist mit jeder Lösung zufrieden. Und das ist halt das Problem. Muss ja immer wieder allen alles recht machen. Und da diskutiert man dann lieber so stundenlang mit allen möglichen rum, anstatt dass man halt einfach einmal das tut, wo man wirklich weiß, es ist das Richtige. Nur das Problem ist halt auch in Sachen der Weltpolitik zum Beispiel. Was ist das Richtige? Was ist zum Beispiel das Richtige in der Flüchtlingskrise, wie wir sie aktuell haben? Moralisch richtig ist es natürlich, erstmal allen zu helfen. Nur wie hilft man ihnen am besten? Einfach ins Land holen und dann mit dem ganzen Asylkram, mit diesen ganzen Formularen, Gesetzen, damit kann doch das muss man sich mal klar machen, nicht mal die Politiker, die das zu lösen versuchen, das Problem, ja? Nicht mal die wissen doch Bescheid, wie man mit diesen ganzen Anträgen und Formularen, wie man das Asylrecht umgeht. Die wären da damit doch selber total überfordert. Und das, obwohl sie, also jetzt mal abgesehen von den werten Kollegen von der CSU, die ja wirklich aus Bayern kommen, obwohl sie eigentlich Deutsch ganz gut können und keine Sprachbarrieren haben, selbst die sind doch mit ihren eigenen Anträgen und Formularen total überfordert. Nicht mal die könnten in Deutschland Asylrecht beantragen, geschweige denn irgendwelche Änderungen verstehen. Und warum will man das denn Leuten zumuten, die nicht mal Deutsch verstehen, die nicht mal die deutschen Verträge lesen können? Wie soll das denn funktionieren? Man legt den Leuten einfach viel zu viele Steine in den Weg. Man muss auch erstmal, wenn man flüchtet, muss man auch erstmal hier, man darf hier ja nicht arbeiten. Auch wenn der Antrag schon genehmigt wurde, man darf noch nicht arbeiten. Und wo man die Arbeitskraft, was weiß ich, ja, man kann Deutsch. Man kann Deutsch oder Englisch oder halt irgendwas. Man könnte sie super als Übersetzer für andere einsetzen. Darf man nicht machen, weil man darf ja nicht arbeiten. Man muss in dieser Asylanstalt bleiben und darf da nicht raus. Ich hatte noch eine Spitzhacke. Man ist da drin gefangen und muss schauen, wie man den lieben langen Tag verbringt. Die Leute fühlen sich doch auch wie der letzte Dreck. Die sitzen und es gibt für den Menschen noch nichts Schlimmeres, als untätig zu sein über lange Zeit. Es ist eine Riesenqual, nichts machen zu dürfen. Und trotzdem wird es diesen Leuten zugemutet. Und dann halt noch mit Formularen und so weiter. Quellen, die sie nicht verstehen, die nicht mal die Leute verstehen, die diese Formulare erstellt haben.
Das kann doch nicht der richtige Weg sein. Ich meine, in vielen anderen Nationen der Welt, auch aus der Geschichte, hat das mit Integration doch eigentlich ganz gut geklappt. Bei den Römern zum Beispiel. Die Römer waren ein Staat aus so wie vielen Völkern. Da waren fremde Kulturen immer dabei und auch immer relativ willkommen. Klar gab es auch Diskriminierung und ähnliches. Aber es hat irgendwie niemanden so richtig gestört. Und vor allem, es war noch einfach. Der, der nichts machen konnte, der musste zusehen, wie er an sein Zeug kommt. Und die, die was machen konnten, die haben ja Geld verdient. Und die meisten Flüchtlinge, die können ja arbeiten. Sie wollen auch arbeiten, aber sie dürfen nicht. Und wenn man nichts zu tun hat und nichts machen darf, dann ist klar, dass man untergeht. Und dann ist es auch klar, dass man irgendwie sich diese Situation irgendwie versucht, das zu überstehen. Mit irgendwelchen Sachen, die für uns völlig unverständlich sind. Wenn dir total langweilig ist, du immer nur in einem 9 Quadratmeter Zimmer sitzt und nichts machen dürfst, nur halt aber rausgehen und dort halt dann eigentlich auch nichts zu tun hast. Weil du kannst ja nicht mal Müll einsammeln und in die städtischen Müllcontainer werfen als Flüchtling. Du darfst es ja auch nicht machen. Weil das ist entweder anzüglich. Warum auch immer das anzüglich sein soll. Es verstört Menschen, was weiß ich. Irgendeinen Grund findet man schon. Ha? Und das macht mich eigentlich so unglaublich traurig, dass diese ganzen fähigen Leute total versauern. Und dann braucht sich auch niemand wundern. Das ist das Gleiche mit Jugendlichen auch. Jugendliche, die nur zu Hause sitzen oder sich halt mit Leuten rumtreiben, die auch nichts zu tun haben. Das sind auch immer die, die als erstes mit 14 sich betrinken. Da kann man sich doch nicht wundern, dass das mit Flüchtlingen genauso läuft, wenn man ihnen quasi verbietet, Sinnvolles zu tun. Kann man sich doch nicht wundern, dass da sowas Ähnliches passiert.